Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir waren in der letzten Folge hier und haben dieses große Ding beiseite geschoben. Und jetzt geht es in die Tiefen dieses Gewölbes. So. Und da wir einen Teil dabei haben, können wir was sehen. Ich muss es unbedingt mal ausprobieren in einem Let's Special, wie das denn hier aussieht, wenn man keine Laterne dabei hat. Das mache ich irgendwann mal. Wo ist die Maus? Moment, aber wir können ja mittels der Laterne, weil wir jetzt zum Glück haben, das Licht anmachen und können mehr sehen und die Maus kaputt machen. Und weiter mit der Maus und wir kriegen ein Lapis Lazuli und hauen diese Maus kaputt und sie hinterlässt uns einen Rubin und noch mehr Licht in diesem schönen und es wird wieder dunkler und wir machen es wieder heller. Weiter geht's, kriegen ein Herz und gehen, haben wir eigentlich eine Karte? Ah, wir haben eine Karte vom zweiten Stock, ersten Stock und Kellergeschoss. Und gehen dok 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 dok. Dok 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 dok. Und machen direkt das Licht an. Und haben ganz viele Schlangen. Schlangen! Schlangen! Was? Der hat rutsch rutsch gemacht und ist eigentlich gestorben. Egal, so. Gegner, da hirb! So, und ein Herz. Und wir gehen noch weiter runter. In dieses Kellergeschoss-Teil-Dingens. Nein, 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 nein. Da, ich will doch nur die Wirbelattacke. Fledermaus. Fred heißt er. Fred die Fledermaus. Da. Und wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Und töten die Dingens. Schlange. Und öffnen die Tür und gehen weiter. Durch dieses große Kaito, vorwärts! Es ist ja nicht mehr weit! Nur noch durch dieses Gewölbe! Und wir haben die Kathedrale erreicht! Pass auf, wo du hintrittst! Warum? Ich habe es nicht verstanden, warum ich aufpasse, warum ich hintrete. Ich habe noch eine Laterne dabei, ich muss nicht aufpassen. Ich bin ein Almighty Link und ich habe gerade keinen Schaden durch die Maus genommen. Obwohl er gemacht hat! So. Oh nein, das Licht geht aus. Und wir haben einen blauen Lapis Lazuli von der Maus bekommen. Da, die, Dudel, die, Dai. Wo sind die Mäuse? Schnupfe, oh, ein roter. Nein, Moment, ich habe mich total vertan. Grün sind gar nicht Rubine, Rubine sind rot. Grün sind Smaragde. Also haben wir jetzt Smaragde, Lapis Lazuli und Rubine. So. Das ist mir egal, was ihr sagt. Das ist jetzt meine Entscheidung. Ich gehe lediglich von der logischsten Erklärung aus, dass die Farben so sind, wie ich es gerade gesagt habe. Und wir haben direkt einen Schlüssel. Schön, beim zweiten Gegner. Sonst dauert das länger, sonst muss man drei Gegner kaputt machen. So. Und wieder ein Lapis Lazuli. Wenn euch das auf den Sack geht, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich es ändern. So, und wir sind in einem hellen Raum. Hier brennen die Fackeln wieder. Wer auch immer sie hier angezündet hat und vorher vergessen hat anzuzünden. Ich weiß nicht. Es waren die Burgwachen. So, und wir sehen hier links eine Wand mit Rissen. Und wenn man mit dem Schwert dagegen pokt, macht so im Vergleich zu der anderen Wand, die sich da so anhört. So, und ja, diese Wände oder Türen oder was auch immer. Sind meistens Türen. Oh, wir haben aber auch ein Glück mit dem Geld, was wir hier kriegen. Auf jeden Fall, die Türen, die dieses Geräusch machen, sind meistens Türen, die sich bewegen können, aufgehen oder ähnliches. Und wenn man irgendetwas Spezielles erfüllt hat, machen alle Türen so? Ich weiß es nicht. Ja, nachher mal ausprobieren so. Und wir sind bereits. Die Atmosphäre hat sich verändert. Jetzt ist es brauner geworden. Wir sind im Hauptquartier der weiter geht's. Wir nähern uns der Kathedrale mit weiten Würfen, großen Schritten und mehrfachen Schlägen. So, nächster Raum. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zu öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Ja, an welchem ziehen wir denn? Wir sind ja erfahrene Rollenspieler und gucken erst einmal, gehen erst mal hin. So, hier sagt sie nichts. Wir gehen noch mal weiter. Ah, zieh an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. Drücke A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was wäre passiert, wenn man hier dran gezogen hätte?
Dann kommt und dann kommen ganz, ganz viele ekelige Schlangen, die uns aber eventuell Rubine bringen. Oder Herzen, die wir nicht brauchen. Oder Rubine. So, Lups, Dups, Schnups, Bups. So, und. Oh, wie sprechen wir denen, dem Priester? Halt, es halt. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Kaito? Ja, richtig. Kaito half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Mark an ihm plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten. Aganim ist auch Russe. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Kaito, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Na, wer sagt das jetzt? Zelda sagt das. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Oder der Priester sagt das. Ich glaube, nein, er sagt es nicht. Nur eine Waffe ist imstande im Kampf. Nur eine Waffe ist imstande, diese im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Master Schwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Verdammt, es sagt der Priester. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda versteck ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus des Ältesten auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja. Ja, ich habe dich verstanden. Ich will nicht alles noch hören. Ding, ding. So, und. Mit einem Lätzchen. So, und wir kriegen. Da. Ein Herzcontainer. Deine Herzzahl ist gestiegen. Ja, ich habe jetzt 4 Herzen in meinem Brustkorb. Ich werde immer größer. So. Ja, zur Erklärung. Unten rechts. Was man jetzt nicht sieht. Da ist auf jeden Fall sonst mal ein Herzcontainer. Und der füllt sich mit jedem Herzteil, was wir aufsammeln. Um ein Viertel. Und, ja, das gerade war halt ein großer Herzcontainer, der halt alles voll macht. Also einmal. Oh, epische Musik. Der halt uns ein komplett neues Herz gibt, anstatt nur so ein Viertelherz. Viertelherzen können wir nicht benutzen, das vorab. Also wir können zwar diese Viertelherz-Container sammeln, aber das bringt uns nichts. So, weiter geht's. So. Raben! 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 Nein! Und ein Gloopschi, den wir nicht angreifen, der uns sonst einen Stromschlag verpasst. Das war nämlich ein Krabbi. Tot! So. Und wieder Raben. Wir wollen nicht zum Raben. Der Rabe ist böse. Der Rabe ist böse. Und 2 Holzbäder. Wie sprechen die? Die sprechen so. Ritsch, merkwürdig, wie sich der Baum bei Segen anfühlt. Und der andere, das ist sein Bruder, der redet genauso. Vorsicht, Kaito. Der seltsame Nebel über dem Wald ist wirklich unheimlich. Welcher Nebel? Wald. Moment, war meine Karte. Karte. Mit nochmal, und da unten müssen wir hin. Und da links ist der Wald, und da oben ist der Turm, und da in der Mitte ist das Schloss, und unten ist unsere Wohnung. Wir leben voll alleine, abgeschieden vom Dorf. Egal. Weiter geht's. Ratten, egal, wir hören auf mit dem Singen. Das wollen wir nicht. Das ist nervig auf die Dauer. Und wir laufen weiter auf dem Weg ins Dorf. Wurde uns der Name des Dorfs schon genannt? Ich will nicht spoilern. Da vorne ist ein Schild, da könntest du... Nein, ich greife nicht zu. Dorf Kakariko. Ja, kennt man aus diversen Zelda-Teilen. Mit wunderschöner Musik. Ja. Und das muss das Haus sein. Was steht da? Gesucht. Kopf. Der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Alarm! Nee. Und wir gehen in dieses Haus, ohne zu klopfen.
Und da ist ein Waschweib mit Waschtuch, keine Ahnung. Ach, sieh da, Kaido. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Eine davon soll das Masterschwert gewesen sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. So, und wir machen erstmal alles kaputt, schmeißen der Frau das an den Kopf und rennen weiter. Und hier drin ist nix. Warum hast du dann mir das X auf die Karte gemacht? War das so unbekannt, dass der schon so lange weg ist? So, oh, noch einer. Der sieht aus wie ein... Chlum! Oha, Kaito, dieses Haus war früher das Versteck einer von dieser Bande. Der Name des Anführers Ali, ach ja, blind hieß er und hasst grelles Licht über alles. Nein, ich kann eindeutig keinen arabischen oder sowas Dialektakzent nachmachen. Ich kann es nicht. Licht! Und Treppe runter. Und oh, ich sehe Schatztruhen. Und Schatztruhen öffnet man meistens, indem man das drückt und... Das drückt und das schiebt und das drückt und hier und da und da 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 da. Roter Granat. Nein, Rubin. Noch ein Rubin. Noch ein Rubin. Schieb und schieb und noch ein Rubin. Und weiter geht's. Ja, ich sehe den Riss in der Wand. Habt ihr ihn auch gesehen? Aber dafür brauchen wir erstmal Bomben. Und die Bomben, die suchen wir jetzt. Und natürlich den Ältesten, weil der Älteste ist viel wichtiger als die Schätze, die dahinter sind. Ein Schild! Gesucht, Kopf! Und wir gehen in diese Höhle. Und wir sehen, wir kommen da nicht hin. Uns fehlt die Treppe. Aber da das ein sehr gut gemapptes Spiel ist, dieses, also Legend of Zelda, was machen wir da? Wir gehen hier rum, gehen hier lang. Und sieh da, ah, da ist ein Loch. Und in dieses Loch springen wir rein. Und landen. Hier. Und finden Bomben. Schön. Hier sind einige Bomben. Drücke A-Knopf, um eine Bombe hochzuheben und zu werfen. Und wir finden ein Rubin. Ein Lapislazuli. Muhaha. Noch ein Rubin. Noch ein Lapislazuli. Und noch ein Rubin. Noch ein Rubin. So. So. Und raus aus der Höhle. So, und jetzt, wir haben Bomben, also erledigen wir Quest in Anführungszeichen Nummer Uno. Und gehen hier hinein und gehen hier hin und gehen hier lang und gehen hier runter. Und können dann hier an dieser Stelle direkt mit der Bombe. Zack. Uff, ohne die Zündschnanze. Dann geht hier toll das Tor auf und dann geht's hier weiter und dann können wir Oms, Noms, 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 Noms. So. Und wir öffnen die Truhe und wir finden. Du hast ein Herzteil gefunden. Ja, das ist besagtes Herzteil. Wenn wir 4 davon sammeln, kriegen wir ein weiteres Herz. Quasi ein Herzcontainer. Wird aus 4 Herzteilen gemacht. Und so. Oh, und wir lauschen der wunderschönen Musik von Hyrule. Hyrule. Flaschen, schöne Flaschen. Habe ich gehört schon eine meiner Flaschen? Nein, so kriegt sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier halte ich ein ganz besonders schönes Exemplar. Ohne Rubinen. Die sehen alle gleich aus. Was sagen Sie, Interesse? Ja, ich nehme sie. Was brauche ich? Natürlich, Flaschen kann man immer brauchen. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie ruhig hoch, beeilen Sie mich bald wieder. Ach, halt, ja. Eine magische Flasche, daran kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. So, ich sehe, das Ende der Folge naht. Und wir stellen uns hier oben hin. Und winken. Und damit verabschiede ich mich für
die heutige Folge und sage bis dahin. Tüdelü.